So, Sunday morning, Sunday, Sunday matin. It's very cold. It's windy. It's minus 28 degrees Celsius. But it's nice. I'm gonna drive around a bit in Magog. EV. Let's see what they are doing. I don't think there's much going on today. They also tell you to stay home because it's too cold. Supposed to be maximum minus 20 today. But then for tomorrow they say minus 2, so it's gonna be like, it's gonna feel like summer tomorrow. And then even for Tuesday they say plus 3 degrees Celsius. Cold. I'm heating my car, but I can tell you this takes lots of battery juice. Yesterday I made the trip to Richmond, Melbourne, and back. And I had to charge once on the way to go there and on the way back. Fast charge. And the problem is now, since everyone is having, we have so many EVs here, is that the chargers are always busy. So they have to make more charging stations. It's quite annoying because, I mean, there's gas stations everywhere. Why not charging stations? Let's go and see the one. One we have here in Magog. Well, the one, yeah. There's not much here. Other funny thing is that my brake pedal is quite hard when it's cold like that. Here on the right, this old building is the Auberge de Jeunesse. I don't know how this is called in English. And to the left is the Centre Communautaire. C'est quoi ça? Yeah, it's quiet. It's like 8 o'clock in the morning. Saturday the 4th of February. How do you spell February? F-E-B? Are you... A-R-Y, February, as seen on Jimmy Kimmel. I'm wondering if it's gonna be green at once, or if the sensors are not working. Because if it's not working, then I just go right, since you are allowed to turn right. Yeah, that's not working, let's do that. Oh no, now it's working. It's changing. Good. Good boy. Good girl. Here is Mount Orford in front of us. That's the ski hill, the local ski hill. There you can see the buildings with bad insulation. They have so much ice. My house has no ice at all. My house is very well insulated. But I can also tell you, without my wood stove, I would suffer now. Because my house is from 1880, 1890s.
And it has, I insulated a lot, opened the walls and took the wood shaving out and insulated it properly. But there's still some parts that are still old school. The lake is nice, eh? All frozen. So let's go and see. Dog's park, but with the wind it's hardcore. You can see the flags on the left there, how windy it is. At minus 28 degrees Celsius, that's pretty cold. With the wind chill, I don't know. I don't care about wind chill, but it's cold. Heute haben wir minus 28 Grad Celsius und es windet wie Sau. Nein, nicht wie Sau, aber es windet ziemlich stark. Und das ist richtig fies. Oh, jetzt wird es noch rot. Wo geht es denn hier lang da? Kalter Samstagmorgen, fast kein Verkehr. Wir gehen jetzt rasch zu der Ladestation zum Zeigen, weil ich kann euch sagen, wir haben viel zu wenig Ladestationen. Gestern wollte ich schnell laden, ja gut, gestern ging's. Aber wir haben so viele E-Autos inzwischen und viel zu wenige Ladestationen. Jetzt glaube ich, geht es hier rechts rein. Alles frei, Hyundai. Einer ist besetzt. Jetzt haben wir alles Tesla, Tesla, Teslas. Links. Schnell und da hängt ein Ioniq. Ein Mazda. Ich wusste gar nicht, dass Mazda auch Elektroautos baut. So, jetzt fahren wir wieder zurück. Zurück gegen die Sonne. Ob man da was erkennen kann. Auf dem Video. Also die Bremsen gehen wirklich schlecht. Ich sehe nichts. Ne, da kann man Pause machen, da sieht man gar nichts. So, man sieht zwar nicht viel, aber man sieht die Ice Road. Man sieht, wie eisig die Straße ist. Jetzt kommen wir dann nach Magog rein. Die Hauptstraße, weil die so schön ist. Da vorne ist schon die eine Kirche. Keine Ahnung, wie die heißt. St. Patrice vielleicht. Rechts von uns ist die Lake Mumfrey Magog. Alles gefroren.
jetzt werden die Straßen langsam wieder schlecht, weil jetzt friert es und dann wird es wieder warm und dann friert es wieder und das ist so brutal für die Straßen. Ich sehe einfach nichts gegen die Sonne. Jetzt fahren wir die Hauptstraße. Das können wir uns schenken, das sieht man nichts. Und vielleicht sieht man noch was. Man sieht doch was. La rue principale à Magog. Samedi matin, le 4 février, moins 28 degrés Celsius. Il fait frais en tabanouche. Je te dis, il n'y a pas beaucoup du monde. Il est 8h13. Il fait beau, ciel bleu. Gauche tantôt sur la rue Sherbrooke. Et après on va arrêter ça parce que je vais aller chez moi pour chauffer la maison un peu. Chauffer, chauffer parce qu'il fait froid. On a les pompiers, flambant neuf, conçu en 2018. Là, on est sur la rue Sherbrooke. Ouais, ça, c'est pas très intéressant. Commence d'être en mauvais état avec le gel, le dégel, le gel, le dégel, le gel. C'est ça. Le nom de la rue. Là, on va croiser la Brassard. Ah non, c'est la rue Hall. À la gauche de la maison est Steve, le bleu. Froid, fret, mais bon. On va aller à gauche. On va arrêter ici. Ok, bye.